Neuer Tag, neues Glück für Theresa May, die britische Regierungschefin. Nach der gestrigen Abstimmungsniederlage über ihren Brexit-Vertrag im Unterhaus steht schon die nächste Abstimmung bevor. Heute stimmen die Abgeordneten über einen ungeordneten Brexit ab, den sogenannten No Deal. Keinen Deal zu haben sei zwar besser als ein schlechter Deal, so May. Sie wolle aber die EU mit einem guten Deal verlassen. Und sie glaube, dass man gut verhandelt habe. Bindend ist das Abstimmungsergebnis nicht, aber es könnte May noch mehr unter Druck bringen. Die hat den Fraktionszwang für die Abstimmung aufgehoben. Bei der Opposition sorgt das für Kritik. Die Premierministerin habe stur erklärt, es gebe nur die Wahl zwischen ihrem Deal und keinem Deal, so Oppositionschef Jeremy Corbyn. Ihr Deal sei gestern gescheitert. Sie zeige nicht mal mehr Führungsstärke, nachdem sie den Fraktionszwang aufgehoben habe. Vor einigen Wochen habe das noch anders ausgesehen. Wie sie heute abstimmen werde, fragt Corbyn. Sie werde für ihren Vorschlag stimmen, dass es keinen No-Deal geben soll. Der No-Deal bleibt in diesem Vorschlag aber weiterhin eine allerletzte Option. Der Abstimmungsmarathon könnte schon morgen in die nächste Runde gehen. Sollte das Parlament einen ungeregelten Brexit kategorisch ablehnen, stimmen die Parlamentarier dann über einen Antrag auf Verschiebung des Brexit ab.